Hallo zusammen. In diesem Video geht es eigentlich um das Thema elektrische Spannung. Aber wir werden in erster Linie über zwei Begriffe reden, die damit viel zu tun haben, die aber gerne durcheinander geworfen werden. Und das ist auf der einen Seite die potenzielle Energie im elektrischen Feld. Und auf der anderen Seite ist es das elektrische Potenzial. Elektrisches Potenzial. Die zwei Sachen, die klingen sehr ähnlich, sind auch ähnlich. Ist halt schade, wenn man nicht genauer darauf eingeht, weil das doch die Grundlage für das Verständnis der elektrischen Spannung ist. Und hier in diesem Video wollen wir uns wirklich mal die Zeit nehmen, den Unterschied dieser beiden Begriffe ein bisschen genauer zu diskutieren. Und wir nehmen wieder das Beispiel her, was wir ja schon mal benutzt haben, nämlich diese unendlich große Platte hier. Positiv geladen, gleichmäßig positiv geladen, denn die erzeugt uns so ein schönes, gleichmäßiges elektrisches Feld. Das Feld war ja so, dass es in jedem Raumpunkt gleich groß war. Also egal, wie weit ich da weg bin von dieser Platte, überall ist der Feldvektor genau gleich groß. Diese unendliche Leiterplatte existiert zwar nur in der Theorie, aber es hilft uns halt hier mit einem einheitlichen Feld zu rechnen. Ja, und dann nehmen wir wieder so eine Probeladung hier. Wir haben hier ein kleines Objekt und das trägt die Ladung Q und die Ladung soll positiv sein. Und die verschiebe ich jetzt in diese Richtung zu einem neuen Standort. Das ist hier der neue Standort und der Weg soll S sein und sagen wir, hier ist der Standort 1 und hier ist der Ort 2. Ja, wir verschieben diese Probeladung entgegen dieser Feldlinien. Das heißt, wir müssen eine Kraft aufwenden. Diese Kraft, die wir brauchen für die Verschiebung, die ist gerade die Feldstärke mal der Probeladung. Also so hatten wir das elektrische Feld eigentlich definiert. Also diese Probeladung mal der Feldstärke. Die Richtungen sind hier alle gleich. Das heißt, wir rechnen einfach mit den Beträgen. Also das war die elektrostatische Kraft, Probeladung mal elektrisches Feld. Die Arbeit, die ich leiste, wenn ich die Probeladung vom Ort 1 in den Ort 2 verschiebe, das können wir schreiben als Arbeit von 1 nach 2. Und das war gerade die Kraft, dieser Kraft mal dem Weg S, dem Verschiebeweg. Und das wäre dann Q mal E mal S. Das war die Arbeit. Und dann haben wir gesagt, die potenzielle Energie, dafür kann ich keinen Absolutwert angeben, aber ich kann sagen, dass sich die potenzielle Energie von diesem Ort zu diesem Ort verändert hat. Und zwar ist die gewachsen um den Betrag der Arbeit. Also die potenzielle Energie im Ort 2, die war dann gleich die potenzielle Energie im Ort 1 plus diese Arbeit, die ich geleistet habe, als ich das Objekt vom Ort 1 in den Ort 2 verschoben habe. Oder man kann natürlich auch schreiben, dass die Arbeit gerade die Differenz der potenziellen Energie E-Pot im Ort 2 minus der potenziellen Energie im Ort 1. Wenn wir mal einen Zahlenwert nehmen, sagen wir, die Feldstärke ist 3 Newton pro Coulomb und die Probeladung, die soll gerade mal 2 Coulomb sein. Und diese Strecke, die wir da verschieben, das sollen 2 Meter sein. Also wenn wir jetzt die Zahlenwerte einsetzen, dann wäre die elektrostatische Kraft 2 Coulomb mal die Feldstärke 3 Newton pro Coulomb. Das gibt mir also 6 Newton. Das wäre die Kraft, mit der die Probeladung hier nach außen gedrückt wird und die ich aufwenden muss, wenn ich die Probeladung nach innen schiebe. Und die Verschiebearbeit ist dann Kraft mal Weg, also das wären die 6 Newton mal, der Weg war ja 2 Meter. Das sind dann 12 Newtonmeter und das sind dasselbe wie 12 Joule. So ähnlich hatten wir das ja auch in den letzten Videos zum Thema potenzielle Energie im elektrischen Feld schon berechnet. Was wir hier sehen ist, dass diese Arbeit,
also die potenzielle Energie oder die Differenz der potenziellen Energie in diesen beiden Orten, dass die wieder von dieser Probeladung abhängt. Auf der anderen Seite ist das elektrische Feld ja schon durch diese unendlich große Leiterplatte hier schon eindeutig definiert. Ja, und wir machen jetzt nochmal so etwas Ähnliches wie bei der Einführung des elektrischen Feldes. Wir überlegen uns, ob es nicht eine Größe gibt, die mir etwas über die potenzielle Energie im elektrischen Feld aussagt, ohne Bezug auf eine spezielle Probeladung. Das, was wir damals bei der Einführung des elektrischen Feldes gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, ja, wie groß ist denn die Kraft pro Ladung? Und genauso machen wir das hier. Wir sagen, wie groß ist denn die Energie pro Ladung? Wir teilen diese Energie hier durch die Ladung. Wir rechnen also Energie pro Ladung aus. Also wenn wir mal diese Gleichung hier nehmen, diese Gleichung hier, wenn wir die durch die Ladung, durch diese Probeladung durchteilen, dann erhalten wir die Verschiebearbeit geteilt durch die Probeladung. Das ist dann gleich der potenziellen Energie im Ort 2 geteilt durch die Probeladung minus der potenziellen Energie im Ort 1 geteilt durch die Probeladung. Also wir haben diese Gleichung hier nur durch die Probeladung geteilt und jeder dieser Terme jetzt wird ersetzt mit einem neuen Begriff. Also wir führen neue Begriffe ein und dieser erste Term, diese Arbeit pro Ladung, das nennen wir die Spannung. Das ist die Spannung zwischen dem Ort 1 und dem Ort 2 und für diese potenzielle Energie pro Ladung, da führen wir den Begriff elektrisches Potenzial ein. Das ist mein elektrisches Potenzial im Ort 2 minus das elektrische Potenzial im Ort 1. Also wir haben die Probeladung rausgeschmissen und alle diese Größen sind hier von der Probeladung unabhängig. Das heißt, wir können das elektrische Potenzial verstehen als potenzielle Energie pro Ladung und die Spannung zwischen zwei Punkten ist dann die Differenz des elektrischen Potenzials. Das elektrische Potenzial ist deshalb eine Größe, die nur noch vom Ort innerhalb des Feldes abhängt. Hier bei der potenziellen Energie haben wir also wirklich von Objekten gesprochen, die verschoben werden und dieses Objekt gewinnt potenzielle Energie durch die Verschiebung. Wenn wir vom elektrischen Potenzial reden, dann reden wir nicht mehr von solchen konkreten Objekten, sondern sagen wir, dieser Ort hier, dieser Ort 1 hat ein gewisses Potenzial, dieser Ort 2 hat ein anderes Potenzial und die Energie, die hier bei der Verschiebung zwischen den Orten aufgewendet werden muss, die erhalten wir, indem wir rechnen Ladung mal Potentialdifferenz. Wir sehen hier gleich noch eine andere Beziehung. Wir hatten hier oben hatten wir geschrieben, W12 war ja Q mal E mal S. Wenn wir das hier mal einsetzen, dann hatten wir also Q mal E mal S. Das war W12 pro Ladung. Das ist die Spannung zwischen dem Ort 1 und dem Ort 2. Hier können wir ja die Probeladung Q teilen. Das heißt, die Spannung ergibt sich aus dem elektrischen Feld mal dem Weg der Verschiebung. Ja, und das mit den Zahlenwerten da oben, das heißt nichts anderes als das U12 ist gleich das E, das elektrische Feld, das waren ja, das hatten wir daher genommen, das waren ja 3 Newton pro Coulomb, also 3 Newton pro Coulomb mal dem Weg, das waren 2 Meter gewesen, 2 Meter, das gibt mir 6 Newtonmeter pro Coulomb und das ist dasselbe wie 6 Volt. Wir messen die Spannung hier typischerweise in Volt und Volt ist dasselbe wie Newtonmeter pro Coulomb. Also die Differenz von dem elektrischen Potenzial in dem Ort 2 und dem Ort 1, die beträgt gerade 6 Volt. Genauso wenig wie ich absolut die potenzielle Energie bestimmen kann, genauso wenig kann ich einen Absolutwert für das elektrische Potenzial bestimmen, aber ich kann sagen, wie groß ist die Differenz des elektrischen Potenzials, die beträgt hier in unserem Beispiel gerade 6 Volt. Ja, so viel zur Einführung der Spannung und ich hoffe, es war interessant und auf die Spannung kommen wir natürlich in den nächsten Videos noch öfters zurück.